Und willkommen zu Hound, The Weird Slender Game, zusammen mit das Brony LP. Schönen guten Tag. So. Erstmal zur Info. Das ist ein Slender Game natürlich, wie da oben schon steht. Und nicht von den offiziellen Entwicklern logischerweise, sondern von irgendwelchen anderen Leuten, keine Ahnung. Und es ist schlimmer als das Originalspiel. Nee, das möchte ich nicht mal sagen, dass es schlimmer ist. Ich denke, das nimmt sich nicht viel. Wobei, ich muss sagen, ein bisschen verrate ich schon mal, was passieren wird. Slenderman kommt natürlich vor. Der war im letzten Patch, also bevor dieser Patch hier rauskam, da hat der noch gar keinen Körper gehabt. Das war einfach nur ein Wesen, das sich verfolgt hat. Da kam dieses Flimmern immer, ne? Weißt du, ich meine? Mhm. Dieses Flimmern kam immer wieder einfach nur, aber der hat man jetzt nicht speziell, glaube ich, sehen können. Das war einfach nur ein helles Licht, der Slenderman. Und leider, seit diesem Patch hier, hat der einen Körper und der kann sich auch bewegen, wenn du ihn anguckst. Das heißt, der rennt dir richtig nach. Also du siehst richtig, wie der sich bewegt. Oh Gott. Und der sieht auch schlimmer aus, wenn du mich fragst. Also, ich möchte das auch nicht so viel verraten, aber der sieht jetzt nicht so Slenderman-typisch aus, ne? Also der sieht naja, wirst schon sehen. Ich will's aber nicht sehen. Ja. Ich habe das schon bei Leuten gesehen, dass der schon direkt am Anfang, wo ich das Spiel starte, da war. Also direkt vor allem schon. Ne? Also, und ich hoffe mal, das ist bei mir jetzt nicht so schlimm, ne? Ja, dann fangen wir an. 12 Seiten sind's, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe das jetzt zweimal bei zwei verschiedenen Leuten gesehen, also zwei Videos. Und kann man auch nicht so viel wissen. Also ich weiß allerdings nicht alles über das Spiel, aber die beiden Leute, die ich geschaut habe, die haben. Der eine hat eine Seite gefunden insgesamt und der andere hat 4 Seiten gefunden insgesamt und war danach tot. Also das wird verdammt schwer. Und ja, okay, genug gequatscht. Legen wir mal los, ja. Es gibt Schwierigkeitsgrade, kann ich schon mal sagen. Einmal Noob, Gamer oder Paranormal. Fangen wir mit Noob an, kann sich ja immer noch steigern. Ja, ich bin echt am Überlegen, nehme ich Noob oder Gamer? Nehmen wir Gamer. Was würdest du machen, wenn du an einen Ort aufwachst, den du noch nie zuvor gesehen hast? Und es geht los. Siehst du das Geflacker hier? Ich sehe. Ja, jetzt sehe ich's. Okay, ich kenne die Steuerung leider überhaupt nicht. Wie geht denn das hier? Ich habe mir meine Steuerung durchlesen, so eine verdammte Kacke. Tabulator war, glaube ich, irgendwas. Wo gehe ich überhaupt hin? Verdammt, wo geht denn das Licht aus? Okay, die Übertragung läuft auch flüssig, also ich kann genug erkennen. Wo geht denn jetzt hier das Licht aus, verdammt? Oh, was war das denn? Haustier bei mir. Okay, hier ist die Karte. Willkommen im Grünpark. Oder Green Park, wenn man es original sprechen möchte. Da sind wir, wo der gelbe Punkt ist, siehst du das? Mhm. Und diese ganzen Einzelheiten, wie zum Beispiel der Baum da, ich zeig gerade mit dem Finger drauf, kannst du natürlich nicht sehen. da das Haus zum Beispiel da keine Seite sein, da bei diesem Baumstumpf hier unten. Hier bei dem Haus, bei dem Baum. Ja. Bei dem Baum und ja. Hier ist ein Auto mit einer Seite. Wie nennt man die? Mit E, okay. Die will ich nicht lesen. Wie geht das weg? Tabulator, okay. Und hier sind Batterien. Und hier ist ein Foto. Foto 02, das schauen wir uns mal an, oder? Wie geht denn das? Kann man uns das anschauen? Ah. Ach, komm schon. Ich will es mal anschauen hier. Na komm. Ach, was soll's. Bah! Der ist schon da! Fuck, der ist schon da! Ging ja flott. Ich muss da lang und der ist schon direkt da. Ich bin tot. Fuck, da ist er! Ih, der sieht ja spooky aus. Fuck. Ich glaube, hier komme ich gar nicht weiter. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Oh, fuck. Ihr Sackgasse.
Käse. Käse, das sagt man auch nicht. Was hast du denn? Ich bin eingekerkert. Der Slenderman ist da hinten. Und das ist nicht so wie im normalen Slender-Spiel, dass der mal irgendwie weggeht oder so. Der ist berechenbar. Der wird da gleich sein wieder. Und nix mit Licht oder so. Im Licht bist du sicher. Ich muss da jetzt einfach durch. Komm, rennen wir einfach mal rein. Fuck, da ist er. Oh, fuck, ist der schnell. Komm, ich trick ihn jetzt aus. Ich muss ihn austricksen. Ich muss jetzt an ihm vorbei. Ja. Fuck, fuck, fuck. Mach die Tür auf. Mach auf. Shit, was war das? Steht da. Ich hab keine... Fuck. Ich kann nicht mehr laufen. Ah! Der ist jetzt von... Fuck, hier komme ich nicht durch. Bug. Fuck. Ich sehe dich, denn, Slenderman. Ich finde, im Hauptspiel sieht das schlimmer aus. Oh, fuck. Das ging schnell. Und jetzt die traurige Musik wieder im Hauptmenü. Ich sagte ja, das Spiel ist verdammt schwer und der ist gruseliger, wenn du mich fragst, als im normalen Slender-Spiel. Ja gut, beim Killscreen, da sieht das schon schlimmer aus. Oh, das machen wir nochmal, würde ich sagen, oder? In derselben Aufnahme. Aber dann fangen mit Noob an. Ach komm, immer nehme ich. Was würdest du tun, wenn du an einen Ort aufwachst, den du nie zuvor gesehen hast? Die heutige Jugend nimmt das Smartphone raus und sucht auf Google Maps. Ja, komm, diesmal lese ich mir diese Dinger nicht durch, ich renne einfach schnell durch, bevor der wieder da vorne kommt. Weißt du, das ist blöd, ich muss da genau durch und wenn der kommt auch nur aus der Richtung da. Dann nehme ich mal schnell die Seite hier mit. Komm, mit F geht Taschenlampe aus, okay. Komm, mach weg. Batterie nehme ich mir noch mit. Und das Foto hier. Und komm schnell durch hier. Ich mache eine Lampe aus. Oh, ich dachte schon, der ist schon wieder vor mir. So. Ich glaube, die Spiele bekommen den nicht. Na doch. Nicht so schlimm wie früher. Und da war er schon wieder. Wo? Der war da nicht. Ich habe ihn eben gesehen. Nee, dann flackert es ja so, wenn er kommt. Ja, es hat ja auch geflackert, meines Erachtens noch. Ach ja, ne, ich höre den auch also mit so einer Kette, weißt du, der hat irgendwie so... Das war irgendwas. Normalerweise höre ich den mit so einer Kette, weißt du, das irgendwie so Kettenklimpern, als ob der irgendwie ein Gefangener mal war. Wo wollen wir lang? Zur Hütte oder zum Turm? Ich gehe mal zum Turm. Ne, geh zur Hütte. Okay, geh zur Hütte. Die ist auch, das ist ungefähr genauso schlimm wie das Haus in Stender in dem Wald da. Aber die Grafik ist extrem geil, findest du nicht? Das ist ja, Welten, sieht gut aus. Welten besser als das normale. Und kostenlos. Gute Grafik ist selten in kostenlosen Spielen. Da ist das Haus. Und ich meine, mich richtig zu erinnern, dass da oben Leute drin sein könnten. Da ist irgendwas. Hey, Hilfe! Könnt ihr mich hören? Ich höre Slenderman, oder? Jetzt sind sie weg. Da waren noch eben Leute drin. Da ist er! Fuck, renn! Fuck, renn doch um die Kurve! Oh. Fuck, hier ist ein Zaun. Oh. Ich wollte in das Haus rein. Hier kommt gerade irgendwie ein Soundfehler. Da steht das so, als wenn ich auf Holz laufe. Cool. Kein Free Game ist perfekt. Macht's aber irgendwie gruseliger, wenn du mich fragst. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo bist du denn schon wieder? Dass hier wieder so flackert. Und hier war bisher keiner von den beiden Leuten, die ich geschaut habe. Nicht passieren, giftige Pflanzen, okay. Boah, der Slenderman kommt, renne ich da aber wirklich rein. Ach, ich soll ja nicht rennen. Ich lasse die Lampe mal durchgehend aus. Es ist ja noch nicht wirklich Nacht. Ich kann ja noch was sehen. Es geht noch, finde ich, oder? Was meinst du? Ja, ich sehe auch noch genug. So, was ist. Da sind immer noch giftige Pflanzen. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los hier?
Und das Spiel ist auch Gott sei Dank anders, nicht mit diesen, wo du nicht zurückgucken darfst. Ne? Der ist ja berechenbarer, der hier. Logischer, aufgebaut. Finde ich besser, wenn du mich fragst. Weißt du das nicht, dass er sich porten könnte oder so? Das ist, glaube ich, nicht so der Fall hier in dem Spiel. Oh, da habe ich mich gestern ja richtig der Tod erschrocken, als ich aufgenommen habe. Oh, fuck, da ist er! Oh, renn! So, ich denke, das reicht erstmal. Nein, ein bisschen renne ich noch. Ihr müsst ja ungefähr irgendwann in die Hütte wiederkommen, wenn ich mich nicht irre. Und es wird dunkler. Ich habe erst eine Seite wieder. Fuck. Ist er da hinten? Nee. Nee, das ist... Das war eine Pflanze. Weil es gerade so... Weißt du, du hörst es ja nicht, aber es klimpert immer manchmal. Oh, jetzt dachte ich, wer ist er schon wieder. Oh. So, hier ist eine Karte. Wo sind wir? Okay. Der Turm müsste gleich kommen. Vor allen Dingen, das Problem ist so, ich glaube, man kann den erst ab einem bestimmten Radius sehen. Weißt du, ich könnte den jetzt nicht in der Entfernung irgendwo sehen. Das ist, glaube ich, nicht so. Der ist ja irgendein Lichtwesen in dem Spiel hier. Okay. Wo ist der Turm? Ich hätte jetzt mal genau auf die Karte gucken sollen, welche Richtung ich muss. Machen wir mal Lampe an, ob ich was sehen kann. Die bringt mir überhaupt nichts, die Lampe. Ich finde das Spiel auch irgendwie von der Atmosphäre her besser als das andere. Ja. Ich sehe diesen dummen Turm nicht. Ist da irgendwas da? Die Karte ist auch riesiger, deutlich riesiger als das normale Slenderman-Spiel. Hier ist wieder die Grenze. Da sind wieder die giftigen Pflanzen. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Scheint so. Ich hab mich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Kurze Sprints mal wieder hinlegen. Jetzt fängt es an zu flackern so ein bisschen. Oh, ich gehe vielleicht zu einem das giftige Gas ran, vielleicht deswegen. Hier kam er eben aus der Richtung. Aber gehen wir mal hier gucken, was hier so ist. Da ist was. Hier ist ein Fernseher, glaube ich, oder? Mitten in der Seite drauf. Ein TV. Inmitten eines Kornfelds. Das ist seltsam. Und der läuft jetzt Frankenstein. Das weiß ich noch ganz genau. Hier ist PewDiePie gestorben, kann ich schon mal sagen. Der hat jetzt zu lange Frankenstein geschaut und dann kam der Slenderman. So wie bei mir gerade. Hm. Ich wollte Frankenstein schauen. Anscheinend mag das Slenderman keinen Frankenstein. Ich konnte doch gar nicht lesen, was auf der... Doch, ich kann ja noch lesen. Ich hab das Ding ja hier. Wa? Oh, der kommt aus der anderen Richtung. Fuck, zurück. Und ich lese gerade ein Buch, ne? Und wäre fast in den reingegangen. Ich hoffe, hier kommt keine Sackgasse. Ich renne. Das müssen sich die Leute mal merken. Wenn jemand auf euch zukommt, einfach ein Buch lesen. Das hat PewDiePie auch absichtlich immer gemacht. Ja, so. Immer so ein Buch aufgemacht, so getan, als ob er sich erschreckt. Ne? Nur um die Leute zu ärgern. Weil die Leute sich immer erschrecken, wenn plötzlich so ein Buch aufgeht. Ist er da? Nee. Wo ist er? Wo bist du, Slenderman? Okay, gucken wir mal, wo wir sind. Ich bin an der gleichen Stelle wie vorhin auch. Okay, wo muss ich zum Turm? Den Weg folgen und dann einfach irgendwann rechts. Okay. Du weißt schon, dass da Pfeile an dem Schild an der Seite sind. Habe ich jetzt nicht gesehen. Dann geh nochmal zurück, da sind Pfeile, die in die Richtung zeigen. Nee, ich meine, ich muss hier einfach jetzt rechts. Eben bin ich geradeaus weitergegangen. Oh, dieses Gewitter ist verdammt laut. Was sind das für Geräusche? Ändert sich automatisch. Ah! Oh! Oh, der blöde Turm. Jetzt geht schon wieder irgendwie falsch.
Wo bist du? Oh fuck, ist der schnell! Nicht hier lang. Hier war ich auch schon. Hier sind immer diese giftigen Pflanzen. Ich gehe mal hier in den Wald rein, so in den dichten Wald. Also ich glaube, stehen bleiben ist überhaupt nicht gut in dem Spiel. Jetzt kommen ja Flüsterstimmen irgendwie. Was ist das denn da? Ein Stein, okay. Auch ein Stein hier. Kann man springen, ne? Oh, wer flüstert? Oh, Slenderman! Flüstert der mich gerade so zu? IDK. Was ist das denn hier? Hier ist wieder so eine Markierung. Schnell mal drauf gucken, wo wir sind. Oh, jetzt sind wir da oben. Wie komme ich denn da hin? Das ist ja Kilometer weit weg von dem Turm, wo ich hin wollte. Das war jetzt aber wirklich genau die falsche Richtung. Was ist das denn hier? Oh, fuck. Schnell rein. Renn. Renn. Was ist das denn hier? What the fuck? Ein Bunker? An einem Ort wie diesem? Fuck, da komme ich nicht weiter. Renn. Oh, ich höre gar nicht mehr auf zu rennen jetzt. Ich glaube, da war eine Seite an dem Anhänger dran. Ich darf eigentlich nicht mehr zurückgehen, weil Slenderman gleich kommt. Wo war denn hier eine Seite? Ja, auf der anderen Seite. Ich meine, ich hätte da eine Seite gesehen. Nee. Doch, da, wirklich. Danke dir. Danke ich doch. Ja, was hättest du jetzt ohne mich gemacht? Na, immerhin schon mal eine Seite mehr. Ich meine, hier kann man auch irgendwie rein. Oh nein, Sackgasse! Was ist das denn hier? Ach, Batterien. Sehr gut. Ich würde gerne mal die Notizen lesen, aber da habe ich jetzt keine Zeit zu. Noch eine Sackgasse! Fuck! Fuck. Ich muss wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Ich hoffe, Slenderman wartet da nicht auf mich. Wenn der jetzt kommt, dann bin ich tot, weil ich kann hier nicht mehr raus sonst. Wenn der jetzt vor mir kommt, dann verabschiede ich mich schon mal. Weil dann habe ich keine Chance mehr. Was ist das denn hier? Felsen, okay. Oh Gott sei Dank, ich bin raus hier. So, schauen wir mal, was uns hier... Wo ist er? Oh fuck! Ich sehe ihn gar nicht, aber es flackert, wenn ich da hingucke. Rennen! Dieses Holz... Oh, was hast du für Probleme? Was ist das denn hier? Ein Haus. Ist hier was drin im Haus? Nee. So, einmal ein bisschen erstmal langsamer gehen, damit er sich ein bisschen erholt. Der hechelt schon so ein bisschen. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie eine Raffinerie. Siehst du die Türme da oben? Das sieht aus wie eine Raffinerie. Ja. Mhm, ich seh's. Finde, also ich vermute, ich weiß es nicht. Sieht zumindest ganz stark danach aus. Und ich frage mich gerade, was ist das da hinten in meinem Zimmer? Aber das ist nur mein neuer Kalender. Puh. Zaun, nicht gut. Also die Lampe bringt da gar nichts, wenn du mich fragst, ja. Dann lass ich sie lieber ganz aus. Aber geht's hier nicht rein? Über dieser blöde Zaun. Also ganz ehrlich, im wahren Leben, wenn mich Slenderman verfolgt, dann würde ich auch über diesen Stacheldrahtzaun klettern. Warum geht's hier nirgends rein? Hier ist hohes Gras, das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt hier rein, ne? Was ist das für ein Ding hier? Ein Turm mit zwei Schornsteinen. Ist da hinten irgendwas? Ja, wir haben wahrscheinlich die Taschenlampe aus dem Aldi gekauft. So viel Leistung, wie die bringt hier, ne?
Barrels. Biohazard. Fuck, Sackgasse. Aber hier kann ich raus, okay. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Wahrscheinlich stand ja gleich Minenfeld oder irgendwie sowas, ne? Hier ist dann wär's echt am Arsch. Verschlossen. Aber hier geht's rein. Wollen wir mal hier gucken gehen. Ich hoffe, hier geht's rein. Hier ist eine Tür, okay. Auch verschlossen. Fuck, er ist hinter mir. Direkt hinter mir. Sackgasse, oh. Da war sowieso eine Sackgasse, also ist ja egal eigentlich. Tja, das war's. Kann man sich das jetzt irgendwie angucken hier? Ich glaube schon, unter Extras oder so. Genau, ich kann mir das angucken. Das Foto zumindest. Der LKW mit irgendeinem Schatten hier, siehst du das? Mhm. Schade, dass wir nur ein Foto gefunden haben. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Schnitt und mal gucken. Vielleicht spielen wir noch eine Runde, vielleicht lassen wir es sein. No. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.